So, hier war ein kurzer Schnitt, falls ihr es nicht bemerkt habt. Ja, ich war da jetzt einfach mal ein bisschen transparent. Batz. 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 Der Schneebläser ist weg. Es sah irgendwie aus wie Enton mit einem viel größeren Körper. Aber Enton ist so ein Pokémon, da kriegt man Kopfschmerzen, wenn man es ja nur anguckt. Ich meine, das hält sich halt die ganze Zeit den Kopf, ne? So, jetzt können wir mal wieder was essen. Majets Bauch war ja fast nur noch halb voll. Ja, komm, machen wir diesmal ganz voll. Ei, ei. So, da sind noch so ein paar bellende Tischfeuerzeuge. Obwohl, ja, Feuer machen sie ja nicht. Wie gesagt, das sind eher amphibische Reißwölfe. Die schreddern im Wasser und auch an Land. Irgendwie drängt sich mir auch der Begriff horizontale Vertikutierer auf. War, ja, ich meine, du kannst ruhig ins Gras beißen sozusagen. Also, er hat ja eher in die Wand gebissen. Aber da ist ein bisschen Gras drauf. Naja. Ich würde ja fast sagen, das hier ist die Anfangsinsel, aber dafür stehen hier noch zu viele Bananen. Im Moment nehmen wir ja alles mit, was wir so an Pflanzensamen kriegen können. Weil die eigene Farm, die muss ja halt noch in Schuss kommen. Und im Moment nehme ich natürlich alles mit, weil wir noch von nix einen großen Vorrat haben, ne? Ich glaube, ich nehme auch doch mal ein paar von den Palmensamen mit zur Sicherheit. Und dann will ich gleich auch mal abtauchen, mal gucken, was wir halt unter der Wasseroberfläche noch so finden können. Einfach so ein paar Setzlinge hier von den Palmen. Für, keine Ahnung, vielleicht bauen wir uns ja, also vielleicht können wir irgendwo daheim so ein bisschen diesen Sand ausstreuen und da dann Palmen drauf großziehen. Das wäre doch cool, ne? Der Planet ist gemäßigt, das müsste ja für Palmen gerade noch gehen, ne? So vom Klima her. Der Logik halber. Ich weiß nicht, ob die Entwickler von Starbound das genauso gesehen haben. Aber wir werden es alles erfahren, weil ich werde es nämlich alles ausprobieren, ohne rot zu werden im Gesicht. Okay, machen wir den Kingler da drüben noch fertig. Der sieht eigentlich eher aus, als wäre er stinkig, wenn da so oben der Rauch raussteigt, ne? Oh, da ist er davon gesegelt. Wie so eine kleine Lokomotive, ne? Dieses Töff, 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 wie oben die Wölkchen rauskommen. So, Terror Bonobo V2, dich erlegen wir auch noch. Ob der Bananen tropft? Natürlich nicht, aber ich nehme mal noch ein bisschen von dem Kupfer mit. Alles, was wir mehr in der Tasche haben, lohnt sich. Habe ich bestimmt schon oft gesagt. Guck mal, da kommt auch gleich noch ein bisschen Kohle. Werden wir bestimmt später auch nochmal brauchen. Hm, man kann beide Schussmodi gleichzeitig abfeuern? Ja, tatsächlich. Ach, cool. Da kann man ja doppelten Schaden rausölken. Hätten wir mal wissen müssen, aber jetzt weiß ja ich's. Und da ihr gerade zuseht, wisst ihr es jetzt auch. Es ist ein Fest für uns alle, oder was meint ihr? In Zukunft nur noch Double Damage. Das hilft uns bei den Gladiatoren vielleicht auch. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, auch schon mit Folge 3 bald durch, wenn das so weitergeht. Aber wir waren schon produktiv. Ich habe gut mit der Schniss geschwart, ne? Also gut erzählt, ordentlich eingesammelt. Naja, wir wissen, dass die Gladiatoren im Moment noch keinen Sinn machen. Vielleicht mit der nächsten Rüstung. Wenn sie dann nur noch ungefähr halben Schaden machen oder so, dann könnte das gehen. So, dass die Pineapple, den nehmen wir mal mit. Den Pinienapfel, ne? Ananas. Ananas. Dann mache ich Ananas. Was? Du willst Ananas machen? Wenn ihr eine Ananas macht, dann bin ich das. Weißt du das? Saft. Ja, kennt ihr es noch? Müsst ihr ja eigentlich kennen. Ihr müsst es nicht lieben, aber ihr müsst es kennen. Ganz, ganz klassischer deutscher Film. Zeichentrick und Real Life und manchmal auch gemischt, glaube ich. Doch da gab es doch Szenen, wo es mal ein bisschen gemischt war, oder nicht? Also Animation und echter Film. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, ihr gewinnt einen Keks. Oder vielleicht eine Grüßensnachricht in einem der folgenden Videos. Sagt mir, was ich euch sagen soll oder wen ich von euch grüßen soll. Kann man ja mal machen, warum nicht? Wenn Tante Hildegard sich dann zufällig mal auf den Raspberry Pi verirrt, dann kommt sie vielleicht mal auf das Video und freut sich, dass ihr Enkel Jonas an sie gedacht hat. Ist auch interessant, wie die Insel halt hier einfach so schwebt, ne? Scheiß auf Kontinentalplatten und Unterboden und so. Für was diesen Müll? Brauchen wir doch gar nicht. So, jetzt lasse ich meinen Worten Taten folgen und gehe mal ganz runter. Vielleicht finden wir ja da ein paar Hilottels. Im Moment ist eher nur dieses Geschwupp hier da. Ein kleiner Anglerfisch. Tschüss. Ein großer Anglerfisch. So, ist mir natürlich klar, dass der zurückpimmeln will. Aber was, hast du es schon aufgegeben? Was bist denn du für eine Pussy? Er ist ein Anfänger, ein feiger kleiner Anfänger. Und da dem hing ja noch das Pupu hinten raus. Irgendwie widerlich. Ah, da drüben kommt schon wieder so ein Fisch. Ist der Auto aggressiv? Also geht er auf mich los oder nicht? Muss das so lange dauern, bis das Kelb umfällt? Eieieiei.
So, also wie gesagt, ich nehme zur Sicherheit einfach mal genug davon mit. Etwas mehr als 300 Stück, dann haben wir es zumindest mal auf der Tasche. Falls wir es mal brauchen sollten, hätten wir es. So, diese Leuchter hier, die können wir einscannen, aber was bringt es uns? Da steht eine Kiste. Das freut mich. Los, fall um. Fall um, du Gestrüpp! Weit gegen das Gestrüpp, das wird eine tolle Folge. Bestimmt das Aufregendste seit langem, ne? Natürlich. Kiste hat schon bessere Tage gesehen, aber ein Manipulator-Modul und eine neue Waffe. Aber es ist halt so ein... Es war ein Hammer, ne? Ja. Mit hammerartigen Waffen kann ich irgendwie bei Starbound so ziemlich gar nichts anfangen. Da nehme ich mir lieber eine Axt. Beim Hammer, das dauert halt so lang, bis man da einfach mal ausgeholt hat. Klar macht's viel Schaden, aber ist mir zu unflexibel irgendwie. Dann mal weiter auf dem Unterboden. Mal gucken, wie viel Sand wir hier noch aufwirbeln können. Gell, ihr da drüben? Ja, eine ganze Familie auseinandergerissen. Wobei, der eine gehörte nicht dazu, war vielleicht ein Freund der Familie. So, irgendwas Neues zum Einscannen, naja. Zählt das als Helotl-Clue, wenn man unter Wasser was scannt? Ich glaube fast nicht. Da drüben, da liegt immerhin ein Baumstamm und so ein kaputter Käfig. Hat man, glaube ich, auch noch nicht. Warum fällt nur da oben der Scheiß runter? Ich will alles! Wenn, dann will ich doch die ganze Kelbstaude haben. Kann man das eine Staude nennen? Der Tankstrang, der Kelbstrang. Unterwasserrapunzel. Naja, und Kelb hat ja zumindest früher immer auch Samen verloren. Tut es das auch noch? Sapling. Das könnte aber immer noch hier von der Dingsbums sein, von der Palme. Ist Kelb nicht mehr erneuerbar? Ich weiß es nicht. So, mal einscannen, mal mitnehmen. Alles in die Dash. So voll können wir noch nicht sein, weil ich habe ja oben abgelegt, was wir nicht gebraucht haben. Timber! So, dann gucke ich auch gleich mal, wenn wir die nächsten beiden Kelb da gefällt haben, wie viel wir jetzt schon auf der Tasche haben. Ob das für einen schönen Abend reicht? Abendessen mit einer Helotl-Dame, es gibt frisches Sushi, weil da wird ja auch mit Untertang verarbeitet, ne? So, für so ein Sushi-Röllchen. Der Weg ins Herzen einer Helotl-Dame geht durchs Kochen. Besonders beliebt sind die Guppi-Röllchen. Da gibt's ja auch diese asiatischen Snacks, die haben ja auch teilweise ein bisschen Tang dabei oder schmecken sogar danach, ne? Bewusst diese Samurai-Snacks oder wie sie sie halt bei uns genannt haben. Esse ich ab und zu auch mal gern, aber muss ich wirklich in der Stimmung sein? Kann ich mir nicht ständig geben. So, ja, sowas hat man eh schon eingescannt. Gut, hier die Kohle noch mitnehmen. Aber bisher keine Helotl-Siedlung. Bist du aggressiv? Also ich dachte, so eine Raffel, wie der da unten umher schiebt, ist der aggressiv, aber irgendwie doch nicht, ne? Okay, dann lassen wir ihn ausnahmsweise mal leben. Ist zwar gar nicht weitig, aber ich will hier auch mal vorankommen. Deswegen sage ich ihm Wyatt, er soll sich mal auf die anderen Sachen konzentrieren. Meistens hört er ja eh nicht auf mich, aber egal. Ah, gucke mal, noch ein bisschen Kupfer. Ein bisschen Kupfer. Give it to me, baby. Wer kennt's noch? Boah, ich hoffe, das sind Kiemen bei dem einen Fisch da oben. Wenn nicht, ist das auch eine ganz schöne Raffel. Das ist ja voll der Weltraumpiranha. Muss man ja aufpassen, dass er einem nicht Löcher in den Hintern frisst. Aber, ich habe jetzt zuletzt übrigens mal gelesen, wie gefährlich Piranhas wirklich sind. Beziehungsweise, wie schnell die was umbringen können. Ich meine, ich habe ja schon Bilder gesehen, leider Gottes, wo ein Kind in ihrer Futter- oder Brunftzeit oder was auch immer, das ist, auf jeden Fall da, wo die Piranhas sehr hungrig sind, ist reingefallen. Da war so gut wie nichts mehr übrig. Ich meine, wir wissen es, die Natur ist hart, da geht's nicht um Freundlichkeit, ne? Aber das war schon, also, da musste man schlucken. Und ihr wisst ja, ich guck gern auch mal unzensiert in Sachen rein. Macht das wirklich nur, wenn ihr denkt, ihr habt den Magen dafür. Oder ihr könnt damit leben und holt euch dann keinen Knacks weg. Alter, die können wirklich in weniger als einer Minute, ich glaube, die haben es mal gezeigt, die haben da irgendwie so eine große Hammelkeule oder so was reingeschmissen. Ist das eine Unterwasserstadt, eine Helotl-Stadt? Das sieht ja cool aus. Und hier haben wir so, so ein Shot. Ach, wie cool ist das denn? Das haben sie doch früher bei Starbound auch mal angekündigt. So in den ganz, ganz frühen Demos, dass es sowas geben soll. Wie cool ist das denn? Das finde ich geil. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, erst nochmal zu den Piranhas zurück. In ihren speziellen Futter- und Balz- und Paarungszeiten, ne, sind die wirklich so extrem drauf und sind auch ständig in Ufernähe anzutreffen. Deswegen meiden die ortsansässigen Anwohner, also die Menschen, die da leben, ne, zu gewissen Zeiten, die baden nicht, die gehen nicht in die Flüsse, die halten sich da schön fern. Weil den Viechern ist dann egal, was sie fressen. Sie wissen nur, nom 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 nom, Abendessen.
So, maybe I should give Hilottl Fashion a go. Naja, Wyatt in Hilottl-Klamotten, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, der will mit uns keinen Tee trinken. Ich glaube, ich weiß warum, weil Wyatt da wahrscheinlich nur überall Alkohol reinpackt. So, ich gucke alles an, ich scanne alles ab. Mit den Reden hat ja, glaube ich, auch ein bisschen hier Completion für die Esther gegeben, oder nicht? Schauen wir mal. Ach, cool. Ach, ist das cool, wie das hier hochgeht. Hey, also das Design feiere ich gerade total. Und das Gelaber mit denen? Nee, da ändert sich an unserer Completion-Leiste, da ändert sich gar nichts. Ich meine, die Esther hat sich auch nicht gemeldet. Ich meine, theoretisch, das Gespräch hat was gebracht, ne? Okay, also das ist wohl Glückssache, ob ein Gespräch da was bringt. Okay, gut zu wissen. Nee, aber ich finde es geil hier mit der ganzen Einrichtung, vor allem dieses Brünnelchen. Das passt doch 100% bei Wyatt neben dem Saloon, ne? Für die Pferdetränke und so. Oh, ich feiere es gerade total ab, wie das hier aussieht. Und dass wir es gefunden haben. Also, ich find's toll. Hat mir echt Glück. Ich meine, ich hätte natürlich auch noch einen anderen Planet irgendwann abgesucht. Aber besser, wir haben es jetzt... Oh, ach, wie geil ist das denn? Ach, wie geil. Ich will in den Laden rein. Ich will das Zeug kaufen. Oh nein. Ach Gott, Mole Man. Wer es nicht weiß, ich glaube, das ist eine Anspielung auf die Molly Goss. Das ist die Community-Managerin von Chucklefish. Also die hat da öfter mal News-Posts rausgehauen. Das finde ich schön, dass sie da auch irgendwie ein bisschen mit reingebracht haben. Weil ihr Avatar im Forum, der sieht in ungefähr sehr ähnlich aus. So, das ist der Fahrstuhl. Okay, und den lösen wir damit aus, ne? Ja. Ah, das ist die Art Fahrstuhl, die ich mir gerne auch selbst bauen würde. Also ich hoffe, dass man sich das selbst auch so bauen kann, dass die immer so weit fahren, wie halt hier das Gestänge an der Rückwand ist, ne? Also, dass die sich daran orientieren. Dann könnte man sich seine Etagen ja herrlich einrichten. Und da kommt der Shield Generator. Ach, who needs a shield anyhow? Ach, dann könnte ich jetzt die Sachen hier abbauen. Nee, aber ich will ja keinen Raubbau betreiben. Also zumindest hier mal noch nicht, weil das ist die erste Hilottl-Siedlung, auf die wir getroffen sind. Die haben Sonderrechte. Boah. Ich will die Stadt ja jetzt eigentlich mit System ablaufen, damit wir nichts verpassen. Aber das hier ist so riesig. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich schon überall war und wo noch nicht. Also es kommt mir zumindest im Moment riesig vor. Und zu dem Schild nochmal für die, die es nicht wissen. Den gibt's in jedem größeren Dungeon und so ziemlich in jeder Stadt. Der verhindert, dass man dann einfach Einrichtungsgegenstände abbauen kann. Oder irgendwie die Dekoblöcke oder sowas. Wenn man den ausgeschaltet hat, dann geht das schon. Allerdings ist es den Anwohnern gegenüber wahrscheinlich ein bisschen unfreundlich. Keine Ahnung, ob die dann sauer werden würden, wenn man ihnen die Sachen klaut. Die reagieren ja schon sauer, wenn man ein paar Pixel mitnimmt. Da ist das naheliegend. So, mehr Codex für unser Let's Read, das irgendwann mal kommt. Something tells me I shouldn't have tea with you. War das nicht der, mit dem wir schon gesprochen haben? Painting focuses the mind. Also malen bzw. zeichnen macht laut ihr den Kopf ein bisschen frei. Man erreicht schneller die innere Klarheit. Das Satori-Gefühl, wie man es nennen kann. Ja, den Begriff habe ich mal aufgeschnappt. Ich sag's ja, ein sehr asiatisches, spirituelles Volk. Unterstelle ich jetzt mal so. Okay, das Buch haben wir dann gleich zweimal. Egal, ich nehme es mal mit. A Culture of Beauty, eine Kultur der Schönheit. Naja, ich meine, hier unten gefällt's mir recht gut. Und so unter Wasser da, also ich weiß nicht, ich würde mich da ein bisschen sicher fühlen, weil da nicht jeder Depp von der Oberfläche halt einfach herkommt. Klar, hier gibt's dann bestimmt riesige Raubfische und den bösen Leviathan und so. Aber, ja, generell, also so abgeschieden zu leben, mich wird das reizen. Wenn ich wüsste, dass ich halt nicht ertrink, ne? Okay, das ist eine Warnung. Und das hat irgendwas bestätigt, über das Esther spekuliert hat. Müssen wir diesen Planeten am Ende finden, oder wie? Ein Planet, den er nicht kennt, ja. Ja, aber das ist eine Warnung? Warnt diese Warnung vor dem Planeten? Also so ganz verstehe ich die Hintergründe ja noch nicht. Wünscht uns eine gute Gesundheit, danke ebenso, aber nur solange es uns nützt. Wir könnten enge Freunde werden, ja, also das Wort eng und Freunde darf man bei Wyatt, glaube ich, nicht in einem Satz verwenden. Sonst klatscht's gleich wieder, und zwar nicht Applaus. Keinen Beifall. Ach cool, und das ist so eine kleine Bar und Numi, ist Numi jemand, den wir noch kennenlernen werden? Boah, und ich feiere das halt einfach, wie das hier aussieht und wir haben noch wieder was zum Scannen, da freut sie sich schon, die Esther. Naja, was ist das? Ist das a Hilottl face staring back at me? Also schaut mich dein Hilottl-Gesicht von diesem Möbelstück aus an, weil halt da wieder diese drei Edelsteine sind.
Okay, das sind jetzt so ausgestopfte Plüschtiere. Also, ja, ausgestopfte Plüschtiere. Plüschtiere sind immer ausgestopft, ne? Okay, das ist ein Cartoon. Ja. Ja, gut. Hey, dann nehmen wir doch jetzt schon mal ordentlich was mit, so. Dann, das haben wir alles. Ich guck mal in die Kisten. Jawohl, eine Tech-Card. Immer her damit. Ach, das macht mir jetzt wieder richtig Spaß, hier durchzugehen. Ein Radio. Wie geil ist das denn? Ach, was denn? Das gibt auch Punkte, weil wir es mitnehmen. Ja, wie geil, wie geil. Nee, also das macht mir gerade echt Spaß, hier wieder neues Zeug anzuraffen und das überhaupt kennenzulernen. Halt mal was komplett Neues in Starbound, ne? Mülleimer, naja, okay, das feuchte Papier nehme ich nicht mit. Okay, die verkaufen das Übliche. Brauchen wir im Moment nicht, aber vielleicht irgendwann anders. So, ach, hier eine Flasche, was ist das? Target Practice. Das passt doch total zum Wyatt. Jeha! Zielübung. Okay, ein gutes Bett, ja. Ja, doch, mit einer Decke zum Zudecken, ne? So. Ja, das kleinste Stück Hinweis, bla bla bla. Oh, MC Toilet, da muss ich wieder dran denken. Dunst, 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 ja, ich weiß, ein guter Beatboxer holt auch mal zwischendrin wieder Luft. Ich bin aber kein guter Beatboxer, habe ich nie behauptet. Okay, hat mir auch keiner unterstellt, glaube ich. Ah, und der Spiegel im Hintergrund, das ist dann quasi einfach nur Glas. Clever gemacht, ne? Okay, ja. A Mindworm, ein Mindwurm, ein Gedankenwurm. Oh mein Gott, solange es nicht sowas ist, was dir bei Star Trek Zahn des Kahn ins Ohr krabbelt, ne? Widerlich, widerlich. Oh no, but that's Ricardo Montalbano. You're right going into his trap and he's coming with your disgusting books because you're not using your brain. Wer kennt's? Schreibt's in die Kommentare. Ja, schon wieder. Soziale Interaktion auf YouTube? Ach, und die Duschen kann man einscannen. Nicht, dass der Wyatt überhaupt mal mehr als das jährliche Bad nehmen würde. Aber es ist gut, dass du haben. Ja, stimmt, Asiaten haben ja auch in den Badezimmern häufig so Waschstühle und so, ne? Wie man hier sieht. Das ist interessant, aber ich habe damit keine Erfahrung. Ich kenne mich damit nicht aus, ich wasche mich auch nicht so oft. Nee, Quatsch. Natürlich wasche ich mich oft. Jeden Tag mindestens einmal. Oh, du Stinkbombe. Das kenne ich. Warum rede ich jetzt ein bisschen wie Udo Lindenberg? Das kommt mir alles so verdammt bekannt vor. Oh, und hier wäre schon wieder Ende, ne? Dann gehe ich jetzt lieber nochmal hoch. Weil da war dieser Einkaufsladen-Dingsbums, diese Touristenflaniermeile. Oh, das verkauft was, ja lecker. Hätten wir nicht so wenig Pixel, würde ich das jetzt glatt mal mitnehmen, weil Wüstensalz, toll. Okay, gibt Dornen-Effekt und einen Sprungbonus-Boost und so, ja. Wie gesagt, wenn ich mehr Pixel hätte, würde ich das mitnehmen, weil vielleicht würde es auch irgendwas Neues freischalten, weil dann neue Rezepte rauskommen. Das könnte gut sein. Breitschwert mit 25,9 ist auf jeden Fall besser als unser altes. Das hat er nämlich 18, ja. Und das hat vielleicht noch ein Augen-Special. Ein Auge auf jemand werfen, okay. Damit können wir mehrere Bildschirme weit wegforschen, oder was? Naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade so sinnvoll finde. Aber vielleicht explodiert das ja auch wie eine Granate, muss ich gerade nochmal gucken. Scout-Eye, nee, ist wohl wirklich nur zum Spähen da. Das finde ich ein bisschen schade. Denn wenn wir Strick halten, können wir ja so oder so einen Bildschirm weit weg gucken, ne? Genau so. So, was erzählst du? Wünscht uns viel Glück. Ja, Glückseligkeit für uns alle. So, du verkaufst noch was? Ja, du bist doch der, mit dem wir eben gesprochen haben, ne? So, okay, das Licht haben wir noch nicht. So, super. Oh, und hier, Kitchen Counter. Hier können wir dann kochen. Gut, da sehen wir dann mal, was es alles schon gibt für uns. Und das ist nicht gerade wenig. Und der Rice Cake, den können wir jetzt direkt machen. Den können wir dann... Jetzt können wir auch Sushi machen, ja. Den können wir dann demnächst mal abliefern bei demjenigen, der uns das Quest gegeben hat, wenn wir zu dem Planeten nochmal zurückgehen. Ja, ich meine, können wir ja machen, weil wenn wir die Nachbarschaft nicht ausrotten können, können wir sie uns wenigstens zu Freunden machen irgendwie, ne? So, ein einzelner Fisch, maybe it needs a friend. Ja, das ist ein bisschen fies, den Fisch da allein zu halten, ne? Das macht man nur mit Nymphensittichen, die blöd sind. Nee, das ist eine private Geschichte. Nymphensittiche brauchen normalerweise auch ganz viel Zuwendung von anderen Nymphensittichen zum Beispiel oder anderen Vögeln. Prairie Blade Crusader, das ist ein Poster, ja, nehme ich mit, hat ja keiner was dagegen. Oh, und hier der dreiarmige Leuchter, gern. In dem Schrank ist leider nichts, okay. Ich hab's überprüft, nur zur Sicherheit. Ich würde sagen, wir sind dann auch gleich mit dem Hilottl-Scan fertig.
Ja, da müsste ich irgendwie... Ja, da müsste ich näher rangehen. Kann ich das vielleicht aus dem Nachbartunnel aus irgendwie scannen? Das wäre schön. Weil ich will ja jetzt nicht extra runtertauchen. Oh, oh, ein Friedhof. Und die gehen da wirklich hin und weinen. Och, och, das ist doch irgendwie herzerwärmend jetzt irgendwie. Ich weiß, ich spiele den Wyatt, aber das sind so Momente, ne? Also, ach, das finde ich irgendwie liebevoll gemacht, goldig. Und es nimmt einen auch irgendwie auf eine gute Art und Weise mit. We have lost a lot to the Floran Hordes. Ja, die hatten ja einen Krieg mit den Floranern, aber viele von den Hilottl haben auch überlebt. Die hatten Langustenkopf. Gott, bleib mir weg, sonst kriege ich noch Hunger und beiß rein. Das würde ihrer Trauer, naja, nur helfen, wenn sie so ganz loswerden wollte, ne? Such a pleasure. Okay, wir sollen hier nichts kaputt machen, also wir sollen nicht unnötig aggressiv sein und so. Weiß der, mit wem er redet? Da in der Truhe waren wir auch noch nicht, ne? Also machen wir hier mal weiter. Die großen Hilottl-Künstler, ja, ja, die konnten so viel mit so wenig Pinselstrichen machen, umsetzen. Es gibt ja auch Leute, die machen aus 3 Akkorden ein Lied. ach so, ich dachte, ja, okay, der wäscht sich die Hände. Ich dachte eben schon, der steht über dem Klo und hält die Hände drüber, macht irgendeine Segnung, sagt seinem Duki auf Wiedersehen, ne? Aber nach dieser Kurzsegnung will ich jetzt erstmal hier raus. Ach, guck mal, da kommt schon ein Quest und da oben, da hat mal geläutet, warum werden wir angegriffen? Also ihr, nicht ich. Aber ich will hier jetzt keine Quests holen. Das will ich, wenn, dann doch lieber erstmal daheim bei meinem Heimatplaneten machen. Ah, okay, das Zeichen haben wir scannen können. Das ist nicht das gleiche wie da draußen, sehe ich gerade. Okay, im Mülleimer auch nur Schrott. Ach, Kacke. Da müsste ich ein Loch hingraben, aber ich will es ja nicht kaputt machen hier. Müsste ich vielleicht doch mal draußen hinschwimmen, um das einzuscannen. Auf der anderen Seite, vielleicht brauchen wir es ja nicht. Ach, was weiß ich. Das lassen wir alles auf uns zukommen. Hauptsache, wir kommen voran. Das ist ja wirklich das Allerwichtigste. So, erzählt ihr was? Such a pleasure. Ja, ja, die freuen sich, uns zu sehen. Die kennen uns noch nicht. Daran wird es liegen. So, das haben wir ja schon. Ja, das war zu knapp. Okay. Das da, das sind nur Lichter. Okay, da kann ich so nicht hochhüpfen. Aber ich habe doch den Generator weggepackt. Dann können wir jetzt hier ein bisschen verunstalten. Aber das mache ich auch gleich wieder weg. Sniper Rifle mit Bouncing Shot. 15, irgendwas Schaden. Buh, macht mich ehrlich gesagt nicht so an. Ich kann es ja mal probieren, aber nur bei Lust und Laune. Mir fällt gerade auf, ich hocke schon wieder falsch in meinem Sitz. Der Rücken fängt etwas an zu schmerzen. Naja, okay, hier, das ist ja, das ist nichts Neues. So, how do you do? Ich hau dich mit dem Schlappe, du mich mit dem Schuh, ich weiß. Welcome, Traveler. So, da wollte ich ja unbedingt mal noch gucken, oder? Ich war doch der Meinung, ich hätte da irgendwo ein Geschäft gesehen. Genau, das da oben. Autsch, aber... Ach, komm, das steckt der Wyatt weg. Ach, aber das macht der Wyatt wie bei Fallout. Das schläft er mit einer Backe ab. Jetzt ist allerdings die Frage, liegt er auf der Seite oder auf dem Rücken, wenn er es auf einer Backe abschläft? Ich hoffe, er trägt Unterkleidung. Hm, du verkaufst was? Goldhelm, 18,99. Wir haben im Moment... 6 plus 6 und nichts sonst dazu, ne? 45, 18, 9, 9. Das wird sich im Moment sogar lohnen, aber dann wären unsere ganzen Pixel weg. Hm. Ne, wir werden ja eh unsere... Medic Trousers, heilen die uns? Ne. Die heißen wohl nur so, weil sie für medizinisches Personal sind. Ja, also wir werden bestimmt auch schnell genug unsere eigene Rüstung kriegen. Pondgreaves, das wäre doch sogar für uns, oder? Ne, das ist doch Hilottl, ne, ja... Ach, ich dachte gerade ans LPT, ne? Schlimm. Okay, irgendeine Notiz, irgendeine Information, aber Wyatt kann die Handschrift nicht lesen. Es wundert mich, dass er überhaupt was lesen kann. Aber provozieren wir ihn nicht. So, thank you for your visit, bla bla bla. Ich weiß, ist das hier ein Geschäft, das automatisch funktioniert? Nee. Da muss ich warten, bis jemand da ist. Oder wäre das einer da, der von da unten, ne? So, jetzt müssten wir doch bald genug gescannt haben, oder nicht? Na, wir sind kurz vor fertig, aber hm... Hier scheint es ja jetzt gerade nicht mehr ganz so viel zu geben. Die Arcades gibt es neue Spiele. Nee, okay, da geht im Moment noch nichts, aber vielleicht wird das ja noch nachgepatcht. Würde mich nicht wundern. Ja, Real Pop-Top hätte ich jetzt nicht gerne hier. Die sind so aggressiv. Ja, die wollen auch wieder keinen Tee mit uns trinken. Also der zumindest, das ist ein schlauer Mensch. Ein schlauer Hilottl zumindest. Noch mehr Arcades. Ich meine, das passt irgendwie auch zu dem Thema Asien und Japan, ne? Ja, jetzt müssten wir es doch bald haben. Komm, noch ein paar Gespräche oder was? Haben wir es dann?
Was? Was? Ach, ein Dance-Spiel, wie cool. Aber Wyatt kann nicht tanzen und ich würde es mit dem Arsch nicht angucken, das ist casual. Ah doch, Wyatt kann tanzen mit dem Kopf hier, guckt. Das so, so ähnlich tanzen die Goth Kids bei South Park. Bräuchten wir bloß noch Kaffee und eine Zigarette. Naja, okay, wir haben es hingekriegt, die Lampe hier noch. Ach, die haben wir schon, okay. Da haben wir hier oben noch was, was wir noch scannen können. Ich glaube, jetzt sind wir nämlich durch die Stadt durch, ne? Und wenn da nicht irgendein Gespräch noch was bringt, dann sieht es im Moment gerade duster aus. Da müssten wir uns noch eine Hilottl-Siedlung suchen. Tja. Hm. Na, vielleicht die Schilder, wenn ich da dran käme. Ach, und guck mal, der Gong, genau. Hey, dann haben wir es doch gleich. Ja, damit kriegen wir es doch hin, ne? Jawohl, Return to Esther. Dann würde ich sagen, machen wir das auch gleich. So, jetzt suche ich mir erstmal einen Ausgang, weil von hier können wir uns nicht wegteleportieren. Da müssen wir höher tauchen. Ja, das haben wir gescannt. Die Esther erzählt hier gerade was von der großen Pagodenbücherei. Da werden wir wohl bald hin müssen. Ja, sie braucht keine weiteren Informationen. Wir sollen uns bei ihr melden. Warum nicht? Okay, der Shop hier hat neues Zeug, aber das konnten wir uns damals schon nicht leisten. Also von daher, lass mal stecken. So, noch ein bisschen der Popcorn, damit wir Etzela wieder satt sind. So. Ach, wunderschön hier mit diesen Schleusen. Kann ich das da drüber? Das kann ich auf jeden Fall immer noch scannen. Keine Ahnung, ob es was gebracht hat. Vielleicht können wir es irgendwann bauen oder ausdrucken. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das mit der Einrichtung dann später sein wird. Ob wir halt wirklich irgendwie einen 3D-Drucker wieder haben werden oder ob es vielleicht wie bei Stardew Valley dann am Ende, wenn wir halt reich genug sind, so einen Katalog gibt, aus dem wir alles kaufen können. Für quasi Nullpreis, der dann aber teuer genug ist oder so. Oder brauchen wir vielleicht dann doch Ressourcen dafür? Ich will den Fisch mitnehmen. Ich will den Fischbeck, Fischbeck, Fischbeck. Oh, sag das mal schnell hintereinander. Ich will den Fischbeck, Fischbeck, Fischbeck. Ich will den Fischbeck, Fischbeck, Fischbeck. Ich geb's auf. Nein, ich geb's nicht auf. Ich will den Fischbeck, Fischbeck, Fischbeck. Das war fast gut. Ich will den Fischbeck, Fischbeck, Fischbeck. Das war besser. Ich will den Fischbeck, Fischbeck, Fischbeck. Bester Cut ever! Epic Slow Clap! Ja, mitten während der Teleportsequenz. Egal. Wir haben auf jeden Fall unsere Scan-Mission bei den Hilottl abgeschlossen. Fand ich doch jetzt recht angenehm. Ich weiß gar nicht, was China gegen Hilottl-Städte hat. Also ich fand die toll. Vor allem das ganze Interieur, ne? Diese ganzen Einrichtungssachen, die ich vor allem noch gar nicht kannte. Das finde ich genial. Und ich würde mal sagen, wenn wir nicht der Wyatt wären, wir wären froh, wie freundlich die Menschen waren, außer die, die mit uns keinen Tee trinken wollten. Aber das kann ich mir ja auch erklären, weil wir sind halt eben Wyatt. Die sehen uns und werden sich denken, oh meine Güte, der Krieg hat uns gefunden. Und mir fällt gerade auf, ich habe die eben auch Menschen genannt. Es sind ja Hilottl, also natürlich, sie sind humanoid. Aber von Menschen zu sprechen wäre vielleicht auch falsch. Jo, und wir haben ja rausgekriegt für den Gladiatorenkampf, da werden wir wahrscheinlich eine bessere Rüstung brauchen. Eine bessere Waffe haben wir ja heute schon gefunden. Ob die ausreicht, keine Ahnung. Wir wissen auf jeden Fall, worauf wir zuarbeiten müssen, ne? Also ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Macht's gut, over and out. Ottl P, signing off.